Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ja, ich spiele Bus Simulator 21. Wir fangen neu an. Ich habe die Stadt, die amerikanische, also Angel Shores ausgewählt. Und ich denke mal, wir werden den Schwierigkeitsmodus Beauftragter nehmen. So, Name des Unternehmens, da denken wir uns einfach mal was nicht so Kreatives aus. So, machen wir einfach Zoll Zockkorb. Wir machen das Tutorial, machen wir nicht mit. Oder machen wir das mit? Ne, machen wir nicht mit. So. Dann wollen wir mal beginnen, unser Bus-Imperium aufzubauen. Warten wir mal, bis es geladen ist, natürlich. So. Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ja, sicher. Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Bin auch gespannt auf den neuen Bus, weil tatsächlich habe ich ja noch gar keinen gekauft jetzt hier. Da ist er. Du kannst jederzeit übernehmen. Bin schon gewundert. Steig ein. Sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Ja, mach ich. Lass mich mal fahren, Junge. Eine Pause? Das Super. Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Hallo? Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Hier muss ich raus. Ah, jetzt kommt er hoch. So. Ja, wir sollen jetzt hier nach rechts abbiegen. Ne, wir fahren von innen. Oh, erste Haltestelle schon. Ja, aber Busfahrer hier macht erstmal Pause. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Die war köstlich, sag ich Ihnen. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Okay, das Level ist persönliches Level anscheinend. Nicht mehr Firmenlevel. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Die perfekte Kuchen ist auch wirklich wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Das heißt, ich werde sehr schnell leveln. Da ich ja mehrere Spielstände bediene. Oh, guck mal, Omi geht über die Straße. Ja, lauf mal schneller hier. Okay, hupen mal keinen Einfluss darauf. Wie ein ETS hier muss ich mich an bestimmte Sachen erstmal daran erinnern. Zum Beispiel, dass wenn eine rote Ampel ist, wir aber rechts abbiegen, dann darf man da abbiegen. Die Rolli-Rampe brauchen wir nicht. Ne, da sitzt keiner.
Oha, da blockiert jemand die Tür. Können wir gleich mal Fahrkarten kontrollieren. Na klar. Hier, bitte. Hier ist sie. Augenblick. Da. Ach, das ist die Mutti hier, die... wollte jetzt gerade eine Fahrkarte abknüpfen, die der Erklärmutti. Oh, haben wir einen Schlag noch in der Ecke? Hab den Kannstein touchiert. Nee, ganz bestimmt habe ich das nicht getan. Also ja, möglich ist es. Oh, wieder ein Fußgänger. Ach, der steht da so schön. Da kommen wir noch über die gelbe Ampel rüber. War jetzt los. Schlagloch mitgenommen, ach so. Oh, nicht so weit weg vom Rand stehen. Braucht mal jemand eine Karte? Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Oh, da haben wir jemanden. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Ja. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Okay, von Rot auf Grün schaltet die Ampel mega schnell, aber andersrum dauert es ewig. Hey Alfonso, ja, es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? So. Achso, wir brauchen die Rampe. Zack. Und dann möchte der gar nicht mehr fahren, doch möchte er. Oh, Fußgänger. Ich hab gewonnen. Du liebe Zeit. Du liebe Zeit. Ich fahren kommt nichts. Oh. Hätte gleich die linke Spur nehmen sollen. Hallo. Oh. Ein paar Fahrkarten gleich. Seniorenticket, Tageskarte und davon 3 Stück. Okay. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Tageskarte, eine. Oh, passt. Danke. Oh, danke fürs passende Bezahlen. Warum auch immer? Nein, keine Punkte. Doch, jetzt habe ich die gekriegt. Was tun Bienen, wenn sie einen Fahrer brauchen? Sie warten an der Bzzz-Haltestelle. Witze sind leider nicht besser geworden. Ich habe von meinem Enkel gehört, dass es einen Hund an der Universität gibt. So. Oh, das war ein bisschen hardcore gelenkt.
Nächste Woche habe ich frei. Urlaub, ich komme. Ich muss raus. Kann ich bitte die Rampe haben? Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. So. Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. So 70,42% Zahltag verbringen. Park den Bus effektiv und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Oha, drei Schlaglöcher genommen. Du blinkst doch wohl gerade ausgefahren. Hi, hier haben Unfälle verursacht? Das glaube ich aber nicht. Muss ich da selber hinlaufen oder muss ich den Bus hier hinstellen? Ne, ich muss den Bus da hinfahren. Soll ihr den Kannstein hochfahren? Macht man aber eigentlich nicht. Doch gar kein ordnungsgemäßer Parkplatz hier. Öffne die Vordertür. Komm, Mira. Die Leute, die essen zeitig. Ich muss ja nicht rumschleichen. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Ach, jetzt fährt er weiter. Hey. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Den Citaro haben wir, das ist ein Iveco hier. Ne, ein MAN-Bus. Iveco gibt es noch gar nicht. Können uns ja mal den von MAN angucken. Den bin ich hier tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Jo. Dann fahren wir den nochmal Probe. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Naja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Ein typischer Stadtbus, ne? Hier ein Platz für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer. Machen wir eine kleine Testfahrt. Ja, fährt sich doch gut. Würde ich mal sagen, dann kaufen wir diesen Bus. Ja, möchte ich kaufen. Gute Wahl. Das ist ein super Bus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Fahren wir zur Lackiererei.
Ja, die ist jetzt wohl nicht hoffentlich wohl nicht am anderen Ende der Stadt. Obwohl es doch ein ganz schönes Stückchen weg. Okay, die Dame hätte ich jetzt rüberlassen müssen. Aber die warten alle so brav am Zebrastreifen. Wenn keiner irgendwelche dummen Witze in den Bus macht, ist das ganz schön schräg. Im Inneren, okay. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Logo. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Meist ist noch gesperrt. Ja, ich möchte den Blau haben und Akzentfarbe nehmen wir... auch blau. Dann nehmen wir eine Vollverklebung. Oh, wir können auch eine Vollverklebung nehmen. Ich habe ja in dem Day One Dings noch Skins drin gehabt. Oh, das sieht doch geil aus. Das nehmen wir. Gottchen, da kann man, kommt man komplett eigen aufkleben. Ja, ist ja geil. Aber das wollen wir ja nicht. Finde den so gut. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Weiter geht's in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.